Noch 2 Minuten. 118 Minuten sind bereits um. Immer noch 1:0 für Frankfurt. Insgesamt 1:1 nach dem 1:0 im ersten Spiel in Wien. Da ist der Pfiff des Schiedsrichters. Jetzt entscheidet ein Elfmeterschießen. Jetzt entscheiden die Torleute. Jetzt entscheiden die Nerven. Maurizio Gaudino. Gehalten! Gehalten von Otto Konrad. Es bleibt beim 2:2. Jetzt kann er Salzburg in Führung bringen. Aber er schießt drüber. Er schießt drüber. Wieder Otto Konrad. Einen muss er noch halten. Er hält ihn von Binz und jetzt der Nächste, der schießt, könnte Salzburg ins Halbfinale schießen, meine Damen und Herren. Manni Binz vergibt die Chance zur Führung und wer übernimmt jetzt die Verantwortung? Wer schießt jetzt? Wer wird jetzt hier zum Matchwinner für Salzburg? Konrad hat 2 Elfmeter gehalten. Alles Glück dieser Welt ist ihm jetzt zu wünschen. Nimmt einen langen Anlauf, einen mächtigen Anlauf, kommt jetzt zum Ball, Otto komm und Tor! Salzburg ist im Halbfinale, meine Damen und Herren. Ist das ein sensationeller Abend hier im Frankfurter Waldstadion. Und ich habe mich lange zurückgehalten heute hier, aber wenn es mir jetzt die Stimme überschlägt, Sie werden es verstehen. Ich hoffe, es geht Ihnen zu Hause genauso. Casino Austria Salzburg ist im Halbfinale des UEFA Cups. Otto Konrad hat 2 Elfmeter gehalten und hat den Entscheidenden selbst verwandelt. Was für ein Tag für den österreichischen Fußball.